willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Heute geht es um die pure Weiblichkeit und zwar unter uns Frauen. Und da habe ich eine Expertin da, Maria Aurora Linde. Und sie ist auf diesem Gebiet ein wahres Wunder für uns Frauen. Und ich freue mich auf ein tolles Interview mit ihr. Hallo Maria. Hallo Corinna, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Vielleicht kannst du dich kurz in ein paar Worten vorstellen und deine Arbeit beschreiben. Gerne. Also ich bin Mentorin für Frauen und Expertin für Weiblichkeit und ich unterstütze liebend gerne Frauen, ihr seelisches Traumata, ihre inneren Verletzungen, ihre Blockaden, ihre Verstrickungen in den Familien zu heilen und zu transformieren, vor allem wirklich tief zu transformieren, damit sie ihre Weiblichkeit und Lebenskraft wieder erfüllt, frei und glücklich leben. Mhm. Ich glaube, das ist unser Geburtsrecht und daran erinnere ich sie. Ja. Jetzt hatten wir ja schon mal ein schönes Interview, da hast du schon berichtet, dass du Einzelcoachings machst, aber du hast dich auch auf die Frauen in einer Gruppe spezialisiert und dafür auch einen schönen Namen. Und beschreib mir mal, was du da Besonderes machst. Ja, gerne. Ja, früher hieß es Woman Workshops, aber das war mir dann zu wenig und ich habe es dann transformiert auch für mich in Goddess Power Healing Circles, weil es geht mir um die Frauenkraft, deshalb die Power. Es geht mir um Heilung der Weiblichkeit, deshalb Healing. Und es geht mir um Goddess, nämlich ein Frausein der neuen Zeit, dass ich Göttin sein nenne. Und in diesen Circles geht es darum, dass ihr Frauen mit allem herzlichst willkommen seid, mit allen euren Emotionen, Gefühlen, alles, was euch gerade beschäftigt. Also wir machen immer einen Austauschkreis auch. Wir werden immer eine Meditation, die ich immer mich total spontan leiten lasse von der Quelle, von der göttlichen Quelle, wo ich wirklich stark auch angebunden bin über diese Arbeit auch. Ich mache das seit Jahren. Ich war im Frauensymposium damals als Teilnehmerin und ich war fasziniert zu sehen, was für eine Power in uns Frauen steckt, wenn wir uns wieder rückverbinden mit unserem Ursein als Frau, mit unserem Urwissen und alten Weisheiten, vor allem, dass wir so lange einfach vergraben haben, irgendwo unter den Teppich gekehrt haben. Und ich möchte einen Raum erschaffen, wo die Frauen wirklich wieder strahlen können, wieder lachen können, wieder schreien können, weinen können. Alles ist gleichwertig bei mir im Circle und wo die Frauen sich wieder schön auch fühlen können, weiblich. Also ich schreibe auch immer, bringt ein weibliches Outfit mit, zieht euch wieder weiblich. Ich liebe es, Kleider wieder zu tragen oder Röcke wieder zu tragen. Ich bewundere das auch immer an dir. Ich finde das schön, wieder Frau sein. Und es ist ein Raum, wo mehr Sein als Tun ist. Also ihr werdet sehr geführt von mir natürlich, aber ihr dürft mit allem da sein, vor allem. Also ich mache manchmal ein Programm, das ich manchmal wirklich über Bord schmeiße, weil ich merke, die Gruppe braucht was ganz anderes. Mhm. Und dann gehe ich einfach im Flow der Gruppe mit den Frauen und bringe das, was es einfach dran ist, gerade an dem Tag. Und es ist ein Raum, wo die Frauen auch ihre Königin sein wieder in einem Spiel erleben dürfen, wo sie über absichtslose Berührungen sich wieder berühren dürfen. Das ist so heilsam, so wichtig, weil wir haben ein Grundbedürfnis, das ist das Bonding, das ist ich sehe dich, ich halte dich und ich höre dich. Und das haben wir einfach leider sehr, sehr häufig nach der Geburt nicht erleben dürfen. Durch die Traumata, durch die Sachen, die passiert sind, über Kaiserschnitte oder andere Themen, wenn man Gelbsucht eben hatte oder solche Themen. Also typisch, wo man das Baby dann weggab, der Mutter. Mhm. Und viele Frauen kommen mit diesen Themen auch, dass sie nicht gesehen werden. Und in diesem Goddess Power Healing Circle werdet ihr gesehen. Ihr werdet nicht nur von mir gesehen, hundertprozentig. Ihr werdet von den anderen Göttinnen gesehen. Mhm. Und es fließen Tränen der Heilung, es fließen Tränen der Freude, es fließen Tränen dieser Rückkehr der Weiblichkeit, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich, wirklich sind. Wir werden auch, Entschuldigung, dass ich gleich weitermache. Ja. Wir werden auch Body, Mind and Soul Übungen machen, wo ihr Frauen eure Herzen wieder nicht nur öffnet, aber wirklich tiefe Heilung erfährt. Es geht mir darum, dass ihr Frauen auf einem Next Level gemeinsam kommt. Das ist der Goddess Power Healing Circle. Ja. Jetzt kam mir gerade die Frage, wenn sich jetzt eine Frau mit diesem ganzen Thema noch nie auseinandergesetzt hat, aber sie weiß, dass sie bei der Geburt weggegeben worden ist.
kann sich aber nicht mehr bewusst daran erinnern. Aber was kann das für Folgen haben für ihr Leben? Also woran erkennen wir dann diesen Verlust? Was haben wir da verloren? Ja, wir haben das Urvertrauen verloren und wir haben die Selbstliebe verloren. Wir haben das Vertrauen in das Leben verloren. Das ist das Schlimmste überhaupt. Also wir haben dieses Leben noch nicht wirklich angenommen in dieser Verkörperung. Viele Frauen kommen zu mir oder an den Circles auch und fühlen sich nicht wirklich 100% in ihrem Körper zu Hause, in ihrem weiblichen Körper, Körperin, wie ich es gerne nenne. Diesen weiblichen Körper dürfen wir wirklich zu 100%ig wieder ganz annehmen. Das heißt, es geht über die Selbstliebe, dass wir nicht nur das Optische annehmen, aber auch eben diese Schattenseiten in uns, diese Traumata in uns, im Herzen annehmen, in Dankbarkeit annehmen, weil wir sind, wie gesagt, Geistwesen, Liebeswesen und wir machen menschliche Erfahrungen und wir wollten einfach diese Erfahrungen machen, als Baby auch. Klingt ein bisschen komisch vielleicht für die Zuschauerinnen jetzt, aber ich bin überzeugt, dass wir diese Erfahrungen machen wollten, auch wenn sie hochtraumatisch waren, um daran zu wachsen als Seele. Und wenn wir das erkennen, steigen wir automatisch aus dieser Opferrolle, die unsere Mütter meistens uns mit auf den Weg gegeben haben, unbewusst natürlich. Sie wollten es auch nicht, sie wussten es nicht besser, sie hatten nicht andere Möglichkeiten. Und ihnen dazu vergeben, den Müttern, weil sie wussten es auch nicht besser. Und gerade auch die Kaiserschnitte, also ich bin kein großer Fan von Kaiserschnitten. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir Frauen wirklich in unser Schusskraft, Schussheil, Frauenheilkraft nenne ich sie, dass wir uns erinnern, dass wir das alles wirklich alleine können. Natürlich nicht alleine, ganz alleine. Wir haben einen tollen Partner meistens dabei oder Freundinnen. Und ich sehe so, meine Vision ist, sind auch so Geburtscamps eines Tages am Meer, wo die Frauen mit Trommeln, mit Singen, mit Tanzen, neu gebären im Ozean, mit Delfinen am besten auch noch. Wow. Ja, das sind so Visionen, ja, die ich habe. Vision. Meine größte Vision ist, eine University zu gründen, wo wir wirklich Lichtstätte für Frauenheilarbeit wirklich mit anderen Therapeuten gemeinsam, wo keine Konkurrenz mehr da ist, sondern jeder Therapeut, Coach, Heiler, was auch immer, wir haben alle unsere Gaben und gemeinsam können wir uns so gegenseitig unterstützen. Das sehe ich auch in den Circles auch, an den Goddess Power Healing Circles sieht man, mit wie viel Gaben die Frauen kommen, mit wie viel Fähigkeiten ihr alle da seid auf dieser Erde, mit wie vielen wundervollsten Talenten und das öffnen wir diese Schatztruhen, kann ich sagen, öffnen wir gemeinsam an diesen Tagen, meistens eben eintages. Also meine Vision sind auch Retreats für Goddess Power Healing, Retreats dann eines Tages auch noch. Nächstes Jahr plane ich das auch, weil ich denke, je länger wir gemeinsam in so einem Göttinnenfeld einfach zusammen wirken dürfen, umso mehr und umso schneller können wir auch wahre Transformation erlangen und auch erleben und uns dann wieder als Göttinnen eben zu fühlen und frei wieder zu sein. Einfach wirklich diese Fesseln, diese alten Ketten. Also ich tanze dann auch sehr wild mit den Frauen, laute Musik. Es darf gestampft werden, das, was wir als Kind vielleicht nicht durften. Es darf geschrien werden, das, was wir vielleicht auch nicht durften, weil wir schön, brav und angepasst sein mussten. Also das war auch meine Geschichte zum Beispiel. Ich hatte einen sehr strengen, dominanten Vater und ich musste genau so funktionieren, wie er sich das gerne vorgestellt hatte. Ich liebe meinen Vater an dieser Stelle, möchte ich ihm danken fürs Leben und meiner Mutter auch. Aber sie wussten es nicht besser, wie man es vielleicht besser machen konnte. Und ich habe mir vergeben. Und es ist ein Raum, wo die Frauen in diese tiefe Vergebungsarbeit gehen können, über Übungen, über Tanz, über eben Emotionen loslassen, sich wieder ganz frei, wo die Frisur dann nicht mehr so ganz perfekt sein bleiben muss, sondern ganz wild wieder. Also wir sind wild, wir sind sanft, wir sind sexy, wir sind alles wieder. Und diese Facetten des Frauseins, ich glaube, danach schreit es wirklich in dieser Welt, dass wir in diese Kraft wiederkommen. Ja. Was ich auch total schön fand in diesem Thema Frauwerdung oder in diesem Prozess, man ist ja wirklich aufgewachsen mit diesem Konkurrenz. Wer ist schöner, wer ist perfekter? Ja. Es fängt schon in der Schule an, genau. Wer schreibt die besseren Noten? Wer macht im Ballett das bessere Spagat? Ja? Ja. Und ich merke jetzt, dass wir wirklich in den Frauen im Gegenüber diese pure Liebe wiedererkennen. Dieses, nicht mehr dieses, was kann sie besser, sondern dass wir uns wieder als Frau sehen und wertschätzen und erkennen. Und gleichzeitig, vielleicht kannst du das auch beschreiben, ist diese Konkurrenz und dieses, was wir im anderen gesehen haben, was der doch so viel besser kann,
Genau. Doch eigentlich den eigenen Schmerz und die Selbstvorwurf, den wir uns selber vorgeworfen haben. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der was perfekt gemacht hat, ja. Ja? Keine Rechtschreibfehler, wunderbar. Mhm. Und man denkt so, boah, die weiß es immer besser. Und dabei ist es selber der Vorwurf, ich krieg's nie richtig hin. Ja? Mhm. Also dieses, dass wir uns Frauen auch selber als Lehrbuch dienen, um uns selber zu heilen. Und wie machst du das, diesen Prozess oder diese Bewusstwerdung? Also indem ich an die Selbstliebe arbeite. Also das war so mein Weg. Ich habe sehr, sehr tief an meiner Selbstliebe gearbeitet. Und ich begleite Frauen wirklich zu dieser Selbstliebe, dass sie das fühlen vor allem. Wir haben verlernt, wirklich zu atmen. Wir haben verlernt, das Leben wirklich einzuatmen, buchstäblich. Also mein Weg war auch ein Tantra-Weg mit meinem Mann damals vor vielen Jahren, wo ich gelernt habe, wieder tief zu atmen. Die meisten Menschen atmen einfach ganz flach hier in dem Bereich und es darf wirklich noch viel, viel tiefer geatmet werden. Deshalb Yoga ist sowas von ein geniales Tool, um zu unserer Verkörperung wieder zu gelangen, uns wohlzufühlen in unserem weiblichen Körper, aber auch diese Selbstliebe. Was bedeutet denn überhaupt Selbstliebe? Und das wirklich zu fühlen, weil man hört es, man liest es jetzt in Büchern, überall redet man von Selbstliebe. Was bedeutet Selbstliebe wirklich? Und für mich hat es sehr, sehr viel Sinn, mit sich zu vergeben und eben anzuschauen, was noch an Schattenseiten ich noch in mir trage. Wo habe ich noch Triggerpunkte aus der Kindheit? Wo hat Mama oder Papa mich verletzt? Also was ich dann wieder reproduziert habe in der Partnerschaft. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir wieder uns erinnern, dass wir, dass das Perfekte muss nicht mehr perfekt sein, sondern nur noch liebevoll zu sich selber. Und dass wir die Frauenform, kommen wir wieder auf die Weiblichkeit nochmal zurück, dass wir Frauen wirklich füreinander in Sisterhood sind, also in wahrer Schwesternschaft, dass wir die Schönheit sehen bei der anderen Frau. Und das ist ja nur ein Spiegel von uns selbst. Mhm. Viele Frauen machen mir ein Kompliment nach einem Circle oder nach wo auch immer ich bin. Und dann sage ich immer nur, schau mal bitte, da ist der Spiegel. Schau dich gerade an. Alles, was du in mir siehst, liebe Frau, hast du in dir. Das, was du gerade siehst in uns Frauen hier, hast du in dir. Und dich erinnern, das ist so mein Herzensanliegen, dass die Frauen sich erinnern, wie wundervolle, einzigartige, großartige Wesen sie sind. Mhm. Ein Wunderwerk der Schöpfung, sage ich immer. Das ist Selbstliebe, dass wir uns erinnern, dass wir alles in uns vollkommen, eigentlich sind wir vollkommen, nur haben wir es vergessen. Vergessen ist ein gutes Wort und wir dürfen uns erinnern. Wir sind so wie rohe Diamanten und wir dürfen diese deckende, diesen Diamanten vielleicht so wie drüber gestülpt haben, über diese Erfahrung, die wir machen wollten in dieser Inkarnation. Und es geht mir darum, Stichwort Inkarnation ist ein gutes Stichwort nochmal, auch die früheren Leben nochmal heilen. Also in diesen Circles kommen wir vielleicht auch zu Themen, die vielleicht etwas unangenehm sind, wie jetzt zum Beispiel, vielleicht war ich mal eine Hure oder ich war eine Hexe und ich wurde verbrannt, weil ich so viel Wissen hatte. Also habe ich in mir noch diese Angst, mich zu zeigen oder habe ich Angst, schön und groß mich zu fühlen? Und in meinen Goddess Power Healing Circles sind Frauen schon, die bereit sind, ihre wahre Größe auch anzunehmen. Also nicht Größe in Ego, sondern nicht über die anderen groß sein, nicht das, was die Kontrollmatrix da draußen uns über Instagram uns zeigt, sondern wirklich wahre Größe kommt von innen und muss auch nicht mehr so im Ego sich präsentieren, sondern eher auch nicht Bescheidenheit, mag ich auch nicht das Wort, Scheide ist drin, Scheiden, Bescheiden, nein, sondern Echtheit, Authentizität, Weiblichkeit der neuen Zeit ist für mich authentisch zu dem stehen, wer wir wirklich sind. Mit dem Unperfekten noch, was wir tragen in uns. Und das macht uns vielleicht auch gerade sympathisch, weil wir eben nicht perfekt sind. Ja. Ein großer Faktor, der mich natürlich als Mutter auch begleitet hat, war, wenn man sich bewusst wird, wie viel man sich doch vorwirft, was man hätte besser machen können. Ja. Und das in Heilung zu bringen, wie begleitest du da die Frauen? Weil ich denke, dass dieser Vorwurf, der prägt uns irgendwie alle, weil wir wollen es perfekt machen, wir wollen das Beste für unsere Kinder. Genau. Und doch denken wir manchmal,
Also am besten ist, in Kommunikation gleichzutreten, ja, mit der Tochter zum Beispiel, mhm, oder? Und sie wirklich mal fragen, weil wir glauben, wir sind vielleicht nicht die guten Mütter, weil wir es eben so perfekt machen wollen. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass oftmals, wenn ich unserer Tochter gesagt habe, boah, also ich bin nicht perfekt, ich bin keine gute Mutter, oder ich dachte das früher tatsächlich. Und sie sagte, du bist die perfekte Mutter für mich, Mama. Und ich denke, wir dürfen uns erinnern, dass unsere Kinder uns ausgesucht haben, mhm, als genau so, wie wir sind. So unperfekt, wie wir eben sind, ist es genau vollkommen und richtig. Und das hat eben mit der Selbstliebe wieder zu tun. Also diese Selbstverachtung, Selbstwertgefühl, das so klein gehalten, das hat mit einem Trauma in der Geburt, vielleicht in der Gebärmutter sogar, dass, mhm, wir unseren Wert hier wertvoll sich zu fühlen auf der Erde. Wie sollen wir das können, wenn zum Beispiel eben das Beispiel mit Papa, wenn ein Vater das Kind nicht wirklich wollte oder die Mutter wurde einfach schwanger, es war ein Unfall, sogenannter, ein glücklicher Unfall nenne ich es. Wie sollen wir dann unseren Wert als Frau kennen? Und unsere Töchter, gerade von uns beiden jetzt, Corinna, du hast auch eine Tochter und einen Sohn, aber unsere Töchter spiegeln uns das wunderbar. Und sie natürlich übernehmen sie unsere Muster. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, liebe Frauen, dass wir unsere eigenen Muster von unseren Müttern oder Ahninnen, dass wir wirklich das anschauen, was war in der weiblichen Blutslinie, Ahnenlinie noch an Muster oder an negativen Glaubenssätze, die wir noch in uns geprägt haben. Zum Beispiel nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein, mhm, all das, was du gerade genannt hast, und das in Heilung zu bringen über das Herz, über die Selbstliebe, dass wir uns erinnern, wir müssen nicht mehr alles richtig und perfekt machen. Wir dürfen einfach das Beste geben, und das ist gut genug meistens für die, mhm, Kinder. Die Kinder sind nicht so perfektionistisch, glaube ich, wie, mhm, wir, und in Kontakt. Also ich finde ganz wichtig, gerade für Frauen, sprecht wieder ganz tiefe Themen an mit euren Kindern. Wir haben ein Familienritual, das heißt Kulk. Ich würde gerne noch zu dem ein Interview dann noch machen, haben wir, glaube ich, auch besprochen. Mhm. Das ist mein großes Herzensanliegen, dieses Familienritual, weil da wird das Kind gehört, gesehen und auch berührt dann auch. Also dieses Mitspracherecht der Kinder wieder zu aktivieren, gerade in dieser Zeit jetzt der Handys, der Social Media, wo die, mhm, Kinder sowas von vereinsamt werden, wieder an diesen elektronischen Geräten da, und auch so Goddess Power Healing Circles übrigens mit Jugendlichen ist auch eine Vision von mir. Mhm. Wer weiß, vielleicht nächstes Jahr starte ich mit Jugendlichen auch, weil ich wurde jetzt von ein paar Frauen gefragt, die Kinder haben, für 13-Jährige, 14-Jährige, aber auch 12 schon, könnte man locker, glaube ich, sogar 9, mhm, also ich merke, wir könnten wirklich schon mit kleinen, ja, relativ jungen, angehenden Frauen wirklich schon diese Arbeit machen, wo Sisterhood, wo wir uns einfach in Liebe wieder begegnen und uns eben unterstützen, anstatt uns zu bekriegen, mhm, uns klein zu halten. Das ist vorbei. Die neue Zeit ist vorbei mit Kampf. Also das ist eine wichtige Botschaft an das Weibliche, zu sich zu stehen als Kriegerinnen des Lichts, füreinander, miteinander. Und ich denke, gemeinsam sind wir stark. Und das spüre ich in diesen Circles so, so wunderbar, wie was für eine Power da entsteht an so einem Tag. Die Frauen, mhm, wirklich, wenn man vorher, nachher Bilder machen könnte, das ist Magic. Das ist Lifting hoch 10, sage, mhm, ich. Also da brauchen wir kein Lifting mehr, sondern nur noch diese Selbstliebe und jede Falte lieben, jedes Einzelne, was wir sind, jedes Übergewicht oder Untergewicht einfach. Gerade weil es so ist, weil das Trauma da so war, ist es da natürlich, aber das darf jetzt geheilt werden. Und dann purzeln auch meistens die Kilos nach den Massagen bei mir, weil, ja, es energetische Natur ist. Das wollte ich dich gerade fragen. Ja. Was gibt es für Veränderungen bei den Frauen, die sich wirklich diesen Themen stellen und, ja, auch in die Heilung gehen? Und ich glaube, vielleicht auch wichtig, ja, zu sagen, man muss nicht zwingend mit vielleicht dem Kind oder dem Partner in Kommunikation gehen, wenn es gerade schwer ist oder das, mhm, Kind vielleicht in der, ich kann es auch über Methoden oder wie natürlich anders mit ihnen in Kommunikation anders gehen, ja, auf eine andere, ja, Ebene, dass es trotzdem geheilt wird. Und dann in Folge, genau, kommen ja, genau, diese Veränderungen. Also vielleicht, ja, dass du mal auch diesen Weg beschreibst, mhm, wenn nicht eine direkte Kommunikation, genau, gerade stattfinden, genau, kann. Oder wenn die Person, das, oder, Kind zum Beispiel nicht in Heilung kommen will, mhm, und trotzdem willst du aber eine bessere Beziehung zu deiner Tochter haben. Mhm. Da kann man natürlich auch
die Tochter aufstellen, also in Aufstellungsarbeit nach meiner eigenen Maria-Aurora-Linder-Methodik. Ich arbeite nicht nach Bert Hellinger. Das wirklich sage ich ganz klar, weil ich möchte raus aus diesem Drama, aus dieser Drama-Energie des Opfer, Täter, Retter. In Coachings, ja, finde ich wichtig, dass man das Bewusstsein wieder bringt, aber dann wirklich schnell wieder raus aus dieser Opferhaltung und dieses Spielchens des Täters, weil ein Opfer gibt es ohne Täter nicht und umgekehrt. Mhm. Also es gibt Methodik, zum Beispiel auch in Circles, dass man sich selbst aufstellt. Also ich habe das auch schon mit Frauen gemacht, die Ichs und dann das Weibliche oder die das Frausein der neuen Zeit oder die Sexualität aufstellt oder eben die Selbstliebe aufstellt oder das Kind selber, also die Tochter, mhm. die Beziehung zur Tochter. Oder Partner. Natürlich, man kann also nach meiner Methode kann man wirklich alles, auch die Wut oder was auch immer, wirklich alles aufstellen. Und dann im Feld kreiert man neue Informationen dadurch, weil wir hier sowieso alle miteinander verbunden sind im Quantumfeld, reagiert es über, egal wie weit die Distanz ist. Ich glaube, das kennst du auch auf Familienabstellungsarbeit, hast du mir gesagt. Ja. Das ist so wunderschön zu sehen, wie leicht, mit Leichtigkeit und Freude wir wirklich diese alten Geschichten, wirklich, ich nenne sie alte Geschichten, die aber sehr wertvoll sind, also ich achte sie sehr, diese alten Geschichten, aber die dürfen wir in Liebe wirklich wieder fließen, ins Leben wieder fließen lassen, sodass Mutter Erde sie wieder aufnimmt über unsere Tränen, unseren Schmerz oder was an Emotionen dann eben hochkommen in dieser Arbeit. Man kann es also über Massagen transformieren, natürlich, dann geht es auf Zellebene tiefer. Man kann es aber über systemische Aufstellungsarbeit bei mir machen, natürlich im Bewusstsein eben über Coachings, Mentorings. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Oder diese Circles natürlich unter Frauen. Ganz, ganz gut auch. Aber in dieser Aufstellungsarbeit, ich finde das eine so schöne Aufräumarbeit, weil man wirklich, wirklich sehen kann, was ist in der, noch in der Gebärmutter sogar. Also manchmal stelle ich wirklich, wirklich nicht gerade die Gebärmutter, aber das Trauma in der Gebärmutter oder das Leben auf und sieht, was blockiert der Weg der Frau zum wahren Leben als Frau sein, als in diese Weiblichkeit zum Beispiel auch. Ja, ganz, ganz schön. Super. Ja, ganz toll wieder, dass du heute da warst. Wenn sich die Frauen oder vielleicht auch die Männer darüber informieren wollen, wie das mit der Frau so funktioniert. Also den Circle gibt es nicht für Männer, ihr lieben Männer. Aber wäre ein schönes Geschenk. Ja, das darf Frau. Ein Mann vielleicht übernehmen, so ein Männer-Circle hat er nämlich vor Jahren auch schon gemacht vielleicht, genau. Super. Ja. Wo könnte man sich denn informieren über das Thema Weiblichkeit und also es gibt viele, viele Quellen da draußen. Sehr gerne über meine eigene Webseite www.marialinde.com. Da findet ihr ganz viel über erwachte, erblühte, ich nenne sie erblühen, deine weibliche Kraft ist mein Slogan meiner Arbeit, weil ich sehe wirklich Frauen, wir sind wie Blumen und wir dürfen einfach wieder uns erlauben, dieses gute Leben ins Erblühen wieder zu bringen. Es ist ein Erlaubnis an das Leben, ein Erlaubnis an die wahre, bedingungslose Liebe, die wir eigentlich sind und uns erinnern daran. Also unter wirklich meiner Webseite findet ihr einiges an schönen Herzenstexte, die ich geschrieben habe. Und Testimonials, lasst euch berühren von den kleinen Videos, die da die Frauen, die schon in Circles waren oder die Feedbacks. Also ich habe da wirklich von Herzen oder sie haben geschrieben für euch und haben ihre Erfahrungen einfach mit euch geteilt, ja. Super. Ja, ich freue mich sehr. Ja, danke. Du, mein Gott, wie die liebe Zeit. Göttin, ja. Die ist so schnell vorbei schon, die Maria Zeit. Aurora Linde, danke, schön, dass du heute da warst. Ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Danke. Namaste, ihr Lieben. Ja. Ich ehre und achte das Göttliche in jeder Frau wirklich und in jedem Mann. Super. Vielen herzlichen Dank. Danke, Corinna. Ja. Also diesem schönen Schlusswort brauchen wir gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Es ist einfach jetzt Zeit, um in die Weiblichkeit einzutauchen und das Beste und Göttliche aus uns rauszuholen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.